Freunde, liebe Familie, liebe Kinder. Heute möchte ich sprechen über etwas Wunderbares, was uns Jesus verspricht und worüber er den Vater bittet, dass er es uns gibt. Es geht um den Tröster. Wie oft brauchen wir im Leben einen Trost? Und wie schön es ist, wenn du einen Freund hast, wenn du Eltern hast, wenn du Kinder hast, die zu dir kommen und dich umarmen und irgendwie durch ihren Beistand wirst du wirklich getröstet und durch ein liebes Wort. Also das Tröste, so Jesus liebt dich, das sind so Trostwörter. Und da ist es so wichtig, einen Trost zu haben. Aber schau mal, was Jesus sagt. Eigentlich in Johannes 14, das ist schon ganz kurz vor seinem Sterben, vor seinem, also wirklich am Kreuz, an diesem Leiden, an dem alles, was passiert ist, dann, das waren nicht mehr viel, das sind Stunden vielleicht noch geblieben. Und da sagt er Folgendes, er denkt an die Jünger. Und ich will den Vater bitten, er soll euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch bleibe ewiglich. Den Geist der Wahrheit, welchen die Welt nicht kann empfangen. Denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus sieht selber diese Schwierigkeit, die auf ihn zu kommen. Aber diese gleiche Schwierigkeiten, die werden auch die Jünger erleben. Und was kann da helfen? Wer kann sie trösten? Er sagt, ich werde bitten den Vater, dass er diesen Tröster für euch schenkt. Er wird ihn bitten, den Vater im Himmel, dass er soll etwas geben, dass in jeder Schwierigkeit kann ein Mensch durchstehen, am Glauben festhalten und als Sieger hervorgehen. Was ist es? Worüber betet er? Er betet, dass der Herr soll ihnen den Geist der Wahrheit geben, den Tröster. Er wird in jeder Situation, wenn alle sagen, das passiert nichts, du bist also, es geht nicht weiter, du bist halt verloren und so. Und es kann sein, der Heilige Geist kommt und sagt, nein, du bist ein Kind Gottes. Der Herr wird dich wieder durchtragen durch die Schwierigkeit, dir Kraft geben. Dieser Tröster, das ist aber der Geist der Wahrheit. Er wird dich nicht belügen. Er wird dir nicht etwas sagen, was nicht da ist. Er wird aber dir helfen, vor dem du auch kommst und sagst, ich weiß es nicht. Und du sagst, vergib mir, ich bin in etwas jetzt reingerutscht. Und er wird dich trösten und sagen, ja, ich vergebe dir. Ich leite dich weiter. Das Interessante ist, er sagt, die Welt kann ihn nicht aufnehmen. Was heißt die Welt? Die Menschen, die Jesus nicht kennen, die nicht mit ihm jeden Tag leben. Die kennen vielleicht, dass es einen Jesus gibt, dass er gestorben ist, aber die haben keine persönliche Beziehung zu ihm. Und die gehören zur Welt. Nur wer Jesus wirklich aufgenommen hat, der hat Jesus, der bei ihm um Vergebung gebeten hat, der zu ihm also jeden Tag bemüht ist, mit ihm einen Kontakt zu haben und mit ihm zu leben. Das sind die Christen, das ist nicht die Welt. Die Welt kann den Heiligen Geist nicht aufnehmen. Aber den Geist der Wahrheit, welche die Welt nicht kann empfangen, denn sie sieht ihn nicht und kennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Aber die Christen, die leben mit dem Herrn, die kennen ihn, die kennen diesen Heiligen Geist, der ist da, der war schon auch die ganze Zeit da, schon vor der Weltende, vor der Schaffung der Welt, da war er schon da und wird auch nach dem Ende immer noch da sein. Aber er ist bei euch. Er sagt etwas aber ganz Wichtiges, er wird in euch sein. Ja, er ist bei euch. Man hört ihn, der mahnt und sagt, das ist falsch, das ist richtig oder mach das bitte nicht. Irgendwie hören wir diese Stimme. Aber etwas Besonderes ist, wenn dieser Geist auch in dir, in deinem Herz wohnen kann. Und darüber bittet Jesus den Vater, mich durch der Tröster kommen. Und nicht nur irgendwie hier sein, aber er soll auch im Herz eines Menschen auch dabei sein. Und das ist etwas Besonderes. Ich denke, wenn jemand wirklich diesen Heiligen Geist in sich hat, der braucht auch keinen großen Trost. Wenn jemand will ihn also trösten und kommt mit irgendwelchen Worten, aber nicht mit dem, was wirklich die Sache ist, dann ist lieber, dass der Heilige Geist dich tröstet, weil er gibt dir wirklich richtige Worte. Der Heilige Geist, der auch in einem Menschen leben kann. Und das ist so wichtig in dieser besonders schwierigen Situation, weil Jesus bald auf das Kreuz gehen muss. Jetzt denkt er an die Jünger und er sagt, wichtig ist, dass ihr diesen Heiligen Geist habt. Ich werde da meinen Vater bitten und er schenkt es euch. Und er wird nicht nur um euch sein, er wird
in euch sein. Und das ist so wichtig, wenn der Heilige Geist da ist, als Tröster, der in jeder Situation, schau mal, mancher ist so krank, liegt da, weiß nicht, wie wird sein Leben, und da kommt der Trost. Und der Trost hilft. Und ich habe von jemandem gelesen, der es erzählt, weil er im Gefängnis war. Und da war so traurig. Und dann kam dieser Tröster. Und er hat getröstet, hat Liebe gespendet. Auf einmal war es in dem Gefängnis, so wie der Himmel offen war. Er hat sich so glücklich gefühlt, weil der Heilige Geist da war. Weil Jesus wollte es. Er hat es versprochen. Er kann in dir sein. Du kannst ihn erleben. Als Trost, als Hilfe, als Beistand, als eine Person, die dir hilft hier in der Situation. Oh Gott, wir danken dir für deinen Heiligen Geist, für das wunderbare Geschenk, dass du hast den Vater so gebietet, dass wir wirklich den Heiligen Geist haben können. Danke dir, danke Jesus. Amen.